Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Knapp zwei Tage nach dem Attentat auf Treuhandchef Rohwedder haben die Fahnder noch immer keine heiße Spur von seinen Mördern aus dem Kreis der Rote Armee-Fraktion. Bislang, so die Ermittlungsbehörden, seien mehr als 100 Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. Trotzdem tappe man weiter im Dunkeln. Justizminister Kinkel und die Ermittler räumten unterdessen ein, dass die Methoden bei der Fahndung nach Terroristen unzulänglich seien. Auch Hinweise über eine mögliche Stasi-Beteiligung an dem Verbrechen gebe es weiterhin nicht. Vor Ort in Düsseldorf sind 60 Beamte der Sonderkommission Treuhand tätig. Sie wollen am Abend den Anschlag am Tatort nachstellen. Heute war am Kaiser-Friedrich-Ring wieder Ruhe eingekehrt. Währenddessen laufen die Ermittlungen des Bundeskriminalamtes auf Hochtouren. Spuren und Aussagen von Zeugen werden ausgewertet. Ganz konkrete Hinweise auf die Täter gibt es allerdings noch nicht. Vielleicht spricht der Tatort nicht mehr so sehr, wie er das früher getan hat. Eine Tatausführung, Abgabe von 3 Schüssen in der Dunkelheit hinterlässt natürlich weniger Spuren, als wir uns das wünschen. In die Diskussion geraten sind die Sicherheitsmaßnahmen für den ermordeten Treuhandchef. Sie waren in Düsseldorf nicht verschärft worden, obwohl nach dem Brandanschlag der Gruppe Thomas Münzer auf ein Treuhandbüro in Berlin am Karfreitag die Täter Rohwedder in ihrem Bekennerbrief beschimpft hatten. Das Landeskriminalamt in Düsseldorf gab den Hinweis erst am Dienstag, also nach der Tat, an das für den Personenschutz zuständige Polizeipräsidium weiter. Wir waren informiert über einen Brandanschlag in Berlin. Allerdings kann man daraus nicht die Schlüsse ziehen, dass Personen, zum Beispiel wie Herr Rohwedder, darüber hinaus gefährdet werden. Er ist eingestuft in der Sicherheitsstufe 2 und nach dem Anschlag hat sich an dieser Einschätzung nichts geändert. Und diese Stufe 2 schließt eben eine ständige Überwachung nicht ein. Versäumnisse wirft sich das LKA nicht vor, da die Berliner Brandstifter nichts mit der RAF zu tun hätten. Bundespräsident von Weizsäcker hat unterdessen für den ermordeten Treuhandchef Rohwedder einen Staatsakt angeordnet. Er findet am kommenden Mittwoch im Berliner Schauspielhaus statt. Für diesen Tag hat das Bundesinnenministerium bundesweit Trauerbeflaggung angeordnet. Über die Nachfolge Rohwedders wird voraussichtlich bereits in der kommenden Woche der Verwaltungsrat der Berliner Treuhandanstalt entscheiden. Dafür sprachen sich nach einer Vorstandssitzung Bundesfinanzminister Weigel und der Verwaltungsratsvorsitzende Odewald aus. Der Besuch des Finanzministers bei der Treuhandanstalt unter größten Sicherheitsvorkehrungen war ein deutliches Signal. Die Treuhand bekommt weiter volle Rückendeckung von der Bundesregierung. Theo Weigel, dessen Finanzministerium die Aufsicht über die Treuhand hat, stellte nach der Vorstandssitzung vor der Presse klar, es gibt keine neuen Konzepte für die Treuhand, die Arbeit wird im Sinne des ermordeten Präsidenten Rohwedder fortgesetzt, das Tempo der Unternehmensprivatisierung steigere sich zusehends, so brauche sich die Treuhand mit ihrer Arbeit nicht zu verstecken. Sie biete Perspektiven, nicht aber Anlass zur Konfrontation. Und wir müssen alles daran setzen, dass nach dem Abbau von manchen Investitionshindernissen, gerade auch in den letzten Wochen, kein neues Investitionshemmnis entsteht, nämlich Konfrontation statt Kooperation. Und Weigel drängte, nächste Woche soll im Verwaltungsrat die Nachfolge für Rohwedder entschieden werden. Erforderliche Eigenschaften, jedoch keine Namen wurden genannt. Es sind die Fähigkeiten gefragt, organisieren zu können, konzeptionell denken zu können, Durchsetzungskraft zu beweisen und furchtlos ans Werk zu gehen. Offen blieb auf der Pressekonferenz, ob dafür eher ein Manager oder ein Politiker geeignet ist. Als aussichtsreiche Nachfolgerin gilt die frühere Ministerin aus Niedersachsen, Birgit Breuel, die im Vorstand der Treuhand sitzt. Abgewinkt hat heute schon der Vorstandsvorsitzende der Kaufhof AG, Jens Odewald, der bei der Treuhand Verwaltungsratsvorsitzender bleiben will. Nach den Sozialdemokraten hat heute auch die CDU-CSU-Bundestagsfraktion wegen der Ermordung Rohwedders für kommende Woche eine Sondersitzung des Bundestagsinnenausschusses verlangt. Der innenpolitische Sprecher der Fraktion, Gerster, bekräftigte zugleich seine Forderung, sofort eine Sonderkommission einzusetzen. Sie solle dem seit längerem bestehenden Verdacht einer Verbindung untergetauchter Stasi-Leute mit der terroristischen Rote Armee-Fraktion nachgehen. Im Norden des Irak spielt sich derzeit ein Flüchtlingsdrama unabsehbaren Ausmaßes ab. 2 bis 3 Millionen Kurden sind nach Angaben internationaler Hilfsorganisationen auf der Flucht.
Einer der Trecks mit Zehntausenden von Menschen soll inzwischen eine Länge von 100 Kilometern erreicht haben. Die Türkei hat ihre Grenze geschlossen, auch Iran soll keine Flüchtlinge mehr ins Land lassen. Unterdessen haben die kurdischen Rebellen auch die letzte eroberte Stadt Süleymaniyya wieder räumen müssen. Die Lage der Flüchtenden soll katastrophal sein. Verfolgt von irakischen Soldaten suchen die Kurden Schutz im unwegsamen Berggebiet im Norden des Landes. Dabei wurden sie nach französischen Angaben mehrfach von Hubschraubern und anderen Militärflugzeugen beschossen. Die Zahl der Verwundeten und Toten sei hoch, weil auch Napalm, Phosphor und Giftgas verwendet werde. Journalisten berichteten, dass Zehntausende, unter ihnen auch viele Kinder, bei eisiger Kälte auf Gebirgshängen ausharrten. Der Weg zur Türkei sei ihnen versperrt. Türkische Soldaten würden sie mit Warnschüssen fernhalten. Nach Auskunft von Mitarbeitern internationaler Hilfsorganisationen fehlt es an allem, an Unterkunft, an Nahrung und an Medikamenten. Zahlreiche Flüchtlinge sollen bereits verhungert oder erfroren sein. Die irakische Botschaft in Brüssel wurde heute Morgen von einer Gruppe von Kurden aus Protest gegen die Massaker an ihren Landsleuten im Irak vorübergehend besetzt. Nach 5 Stunden gaben die 12 Männer auf und stellten sich der belgischen Polizei. Zuvor hatten sie ihre einzige Geisel, einen irakischen Wachmann, freigelassen. Die Besetzer hatten einige Scheiben eingeschlagen, das Mobiliar verwüstet und Dokumente verbrannt. Außerdem hissten sie die kurdische Flagge. Auch in anderen westeuropäischen Städten protestierten Kurden heute gegen das blutige Vorgehen von Saddam Husseins Truppen gegen ihr Volk. Mit der Lage der Kurden befasst sich jetzt auch der UN-Sicherheitsrat. Frankreich verlangt eine Verurteilung des Irak. Präsident Mitterrand sprach sich dafür aus, das Embargo gegen Bagdad aufrechtzuerhalten, solange die Kurden weiter unterdrückt würden. Bundesaußenminister Genscher forderte den Sicherheitsrat erneut auf, den Minderheitenschutz der Kurden in die Waffenstillstandsbedingungen aufzunehmen. Über die Waffenstillstandsresolution, die den Golfkrieg formell beendet, stimmt der Sicherheitsrat zur Stunde ab. Der Entwurf sieht unter anderem vor, dass Irak seine Massenvernichtungswaffen zerstört und die Öleinkünfte für Reparationszahlungen verpfändet. In Jugoslawien hat sich der Nationalitätenkonflikt weiter verschärft. Die Armee zog heute Panzerverbände in den südkroatischen Unruhegebieten zusammen. Zuvor hatte sich die Regierung Kroatiens geweigert, ihre Milizen aus dem Nationalpark Plitvice abzuziehen. Dieser überraschend einberufene Krisengipfel ist die Folge der Zusammenstöße am Plitvicer See. Da hatten die sinnlosen Auseinandersetzungen zwischen serbischen Freischärlern und kroatischer Polizei 2 Tote gefordert. Heute bemühten sich Staatspräsidium und Republikspräsidenten, die Situation zu beruhigen. Herausgekommen ist freilich wenig. Man bezeichnet die Lage als ernst und fürchtet eine weitere Verschlechterung. Die war bereits am Vormittag zu beobachten. Aus verschiedenen Landesteilen bewegten sich Panzerverbände Richtung Kroatien. Die Armee wird von Staatspräsidium als Ordnungsfaktor eingesetzt. Sie soll, so die offizielle Begründung, für den Schutz der serbischen Minderheit in Kroatien sorgen. Die Transporte von Panzern, Schützenpanzern und schwerem Armeegerät lösten bei den Bewohnern der betroffenen Gebiete Proteste aus. Sinn macht dieser Armeeeinsatz eigentlich nur als Drohgebärde. Denn die Autonomiebestrebungen der serbischen Minderheit werden von Kroatien als illegal und verfassungsfeindlich angesehen. Erst gestern hatte der kroatische Innenminister betont, man werde die Autonomie notfalls gewaltsam unterdrücken. Der Armeeeinsatz von heute ist offenbar die Antwort darauf. Die Entwicklung auf dem Balkan ist heute auch Thema der ARD-Sendung im Brennpunkt um 21.50 Uhr. Die amerikanische Währung hat einen Teil ihrer jüngsten Kursgewinne wieder eingebüßt. Der amtliche Mittelwert des Dollar ist heute in Frankfurt auf 1,6722 Mark festgesetzt worden, gut 2 Pfennig niedriger als am Vortag. Im weiteren Verlauf des Geschäfts gab der Dollar dann auf 1,6705 Mark nach. Bereits gestern hatte er 2 Pfennig an Wert verloren. Hochverschuldete Verbraucher und kleine Gewerbetreibende sollen nach einem Gesetzentwurf des Bundesjustizministeriums künftig in den Genuss einer Schuldenbefreiung kommen können. Im saarländischen Rundfunk nannte der parlamentarische Staatssekretär des Ministeriums Göhner als Voraussetzung dafür, dass der Schuldner 7 Jahre lang den pfändbaren Teil seines Arbeitseinkommens an einen Treuhänder abführt. Außerdem müsse er zumutbare Arbeit annehmen und jeden Arbeitsplatzwechsel melden. Das in den 7 Jahren aufgelaufene Geld solle dann an die Gläubiger verteilt und die Restschuld erlassen werden.
Für die Arbeiter und Angestellten der westdeutschen Metall- und Elektroindustrie liegt jetzt ein erstes Tarifangebot vor. In Hessen haben die Arbeitgeber vorgeschlagen, die Löhne und Gehälter sowie die Ausbildungsvergütungen linear um 4% zu erhöhen. Das, so hieß es, sei das richtige Signal für die internationale Wettbewerbsfähigkeit und für die Arbeitsplatzsicherung hierzulande. Die IG Metall nannte das Angebot provozierend niedrig. Sie fordert 10% mehr, für die unteren Lohngruppen mindestens aber 270 Mark. Graham Greene, einer der bekanntesten Erzähler der englischen Gegenwartsliteratur, ist im Alter von 86 Jahren in der Schweiz gestorben. Mit seinen Romanen, darunter Orient Express, Die Kraft und die Herrlichkeit, Unser Mann in Havanna und Der dritte Mann, erreichte er Weltruhm. Zahlreiche Verfilmungen seiner Bücher wurden Kinoklassiker. Spannend, über die Welt nach dem Sündenfall zu erzählen, eigensinnig, in einer Mischung von Weltliteratur und Kolportage. Dieser Eindruck bleibt von der Begegnung mit Graham Greene und der Lektüre von über 25 Romanen und unzähligen Geschichten. Wie erträgt man dieses Schreiben? In fact, when I married, seine Angst, auch verheiratet, war immer, nicht genug allein zu sein. Das hat sein ganzes Leben bestimmt. Allein zu sein war ein Muss für ihn. Schreiben, sagt er, ist ein einsames Geschäft, außer man schreibt Theaterstücke. Man muss die Einsamkeit sogar lieben. Das ist ihm immer leicht gefallen. Deshalb reiste er so viel, war getrennt von Freunden und ganz nahestehenden Menschen. Für ihn ist Einsamkeit nie ein Problem gewesen. Das letzte Refugium des permanenten Nobelpreiskandidaten, die Côte d'Azur. Mit 19 war er eine Zeit lang Kommunist, mit 22 wurde er Katholik. Aus beiden Wurzeln ist ihm die Leidenschaft für soziale Gerechtigkeit geblieben. Je älter ich werde, hat er bei dieser Begegnung gesagt, desto weniger halte ich für wahr. Ein katholischer Agnostiker. Ein Rätsel, aber wahr. Die Gewinnzahlen im Lotto am Mittwoch. Ziehung A, 9, 19, 27, 37, 44, 47, Zusatzzahl 1. Ziehung B, 7, 17, 19, 34, 39, 48, Zusatzzahl 4. Die Gewinnzahl im Spiel 77 lautet 0, 0, 3, 9, 2, 6, 2. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Aus Frankfurt jetzt die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 4. April. Der Satellitenfilm zeigt eine breite Zone mit nur geringer Bewölkung über Mitteleuropa. Ein Wolkenband erstreckt sich von der Nordsee südostwärts bis zur Iberischen Halbinsel. Es bewegte sich im Tagesverlauf ostwärts, wobei es deutlich schmaler wurde. Über Westeuropa und dem Atlantik erkennt man zahlreiche Quellwolken. Das Wolkenband gehört zu diesem Tiefausläufer, der sich unter Wellenbildung nur langsam ostwärts verlagert. Zwischen ihm und einem neuen Tief über Westeuropa gestaltet morgen frische Meeresluft das Wetter in Deutschland wechselhaft. Die Vorhersage für morgen. Wechselnde, gebietsweise starke Bewölkung. Im Osten und Süden gelegentlich etwas Regen. Sonst meist trocken. In Südostbayern später föhnige Aufheiterungen. Tiefstemperaturen 4 bis 9 Grad. Tageshöchstwerte 10 bis 15 Grad. Schwacher bis mäßiger, zeitweise auffrischender Wind aus Südwest bis Süd. Und die weiteren Aussichten: am Freitag wechselhaft und noch wenig Temperaturänderung. Wir melden uns wieder um 22.30 Uhr mit den Tagesthemen, darin die Fahndung nach den Rohwedder-Mördern, das Flüchtlingselend der Kurden, der Bergarbeiterstreik in der Sowjetunion.